CDU-Chef Wegner stellt seine Wunsch-Schulsenatorin vor. Unterrichtsstunde soll nicht mehr 45 Minuten dauern. Aha. IT kann auch von externen Experten unterrichtet werden. Und auch getrennt nach Jungs und Mädels. Ja, so sieht die Frau dann aus hier. Soll angeblich einen schwerreichen Hintergrund haben hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich weiß nicht, ob da Geld mit im Spiel ist, dass diese Frau als Parteilose von der CDU jetzt vorgeschlagen wird für das Amt der Schulsenatorin oder Schulsenators. Tja, ein bisschen Erfahrung sollte man doch eigentlich mitbringen aus dem Schulsystem, ja. Und es ist auch erstaunlich, dass die CDU da selbst keine Experten hat, die ein entsprechendes Parteibuch haben, die man vorschlagen kann. Aber ansonsten kenne ich da ja jemanden, der ziemlich viel Ahnung hat von Schule, der ziemlich viel Background hat, der Schüler zu kritischem Denken erziehen könnte, der auch weiß, wie man IT-Unterricht macht. Und dass es vielleicht besser wäre, IT nach Leistungsklassen zu unterrichten, als nach Jungs und Mädels sortiert, ja? Separiert, getrennt. Nur weil sie irgendwann mal auf dem Mädcheninternat war, glaubt sie jetzt, Schulsenatorin werden zu können. Naja, mit viel Geld ist alles möglich, ne? Die entsprechenden Spenden an die Partei und schon. Aber ansonsten, ich könnte mir ja auch vorstellen, dieses Amt zu übernehmen, nicht? Warum? Naja, weil ich eben die entsprechenden Qualifikationen habe. Die dann meine Vorgänger, ich glaube, alle nicht aufweisen konnten. Inklusive der amtierenden Schulsenatorin. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Bormann wird der neue Schulsenator. Und dann können wir den Laden endlich mal aufräumen, ne? Und mal zusehen, dass wir wieder kritisches Denken da reinkriegen. Und keine Klimapamphlete unterschreiben müssen. Okay?